Sehr geehrte Damen und Herren, meine erste Frage, wo ist denn Herr Tullner? Na gut, interessiert ihn nicht. Ich fange trotzdem an. Wir begehren mit vorliegendem Antrag nicht mehr und nicht weniger, als dass das Landesschulamt die Bildung einer Anfangsklasse in der Grundschule Siersleben genehmigt. Wir müssen diesen Antrag leider stellen, weil das Landesschulamt gegen den Willen der Eltern die Bildung einer Anfangsklasse in Siersleben blockiert und dafür gesorgt hat, dass die Erstklässler aus Siersleben die Grundschule in Gerbstedt zu besuchen haben. Diese Entscheidung des Landesschulamts kann unter Beachtung aller Begleitumstände nur als Schikane gewertet werden. Nachdem eine Elterninitiative erfolgreich für den Erhalt der Grundschule in Siersleben gekämpft hat und mehrfach vor Gericht Recht bekam, nachdem die Grundschule in Siersleben gegen den Willen der Regierung wieder geöffnet werden musste und nachdem das Thema im Landtag Gegenstand einer Regierungsbefragung war und Minister Tullner tüchtig gegrillt wurde, immer noch nicht da, schlägt die Landesregierung nun zurück und verweigert der Grundschule, deren Öffnung sie zähneknirschend akzeptieren musste, die erste Klasse. In Siersleben werden deshalb jetzt die Klassen 2 bis 4 unterrichtet, aber die erste Klasse muss nach Gerbstedt. Welch ein Unsinn! Zumal das Gebäude in Gerbstedt nicht das in Siersleben bedenkliche Baumängel aufweist. Und nicht nur das. Bei einer Vorortbegehung der Aufsichtsbehörden wurde bestätigt, dass die Luft in den Klassenzimmern in Gerbstedt chemisch riecht. Allerdings, ja, Herr Dr. Tischneider, Herr Tullner ist mittlerweile im Hause. Das freut mich sehr. Allerdings sollen offizielle Gutachten behaupten, dass die Luft nicht gefährlich sei, obwohl überall im Gebäude Schimmelspuren nachgewiesen wurden. Das Landesschulamt argumentiert zwar damit, dass die 7 Erstklässler zur Bildung einer Klasse nicht ausreichen. Das mag ja sein. Aber eine Ausnahmegenehmigung bleibt auch in solchen Fällen möglich, wenn besondere Umstände dafür sprechen. Und diese besonderen Umstände könnte man hier eben darin erkennen, dass wie ausgeführt die Luft in den Räumen der Gerbstedter Schule gesundheitsschädlich ist und wir in Siersleben in Wohnortnähe eine bestehende Schule haben. Aber nein, stattdessen schickt man die Erstklässler weg, während die Zweit-, Dritt- und Viertklässler in Siersleben zur Schule gehen dürfen. Die Wahrheit ist, das Landesschulamt will einfach nicht. Die Eltern sollen dafür bestraft werden, dass sie es gewagt haben, aufzubegehren. Die Bürger sollen dafür bestraft werden, dass sie die CDU-Herrschaft in Gerbstedt beendet und als Nachfolger eines CDU-Bürgermeisters gegen den CDU-Kandidaten einen parteilosen Kandidaten gewählt haben. Und den haben sie übrigens gewählt, weil er mit dem Thema Schulschließung Wahlkampf gemacht hat. Die Wahrheit ist auch, dass die CDU sich vorgenommen hat, die Schulen im ländlichen Raum zu schließen. Nachdem einige Jahre Ruhe war, geht es jetzt so langsam wieder los. Neben dem Fall Siersleben wäre der Fall der Grundschule in Iden im Landkreis Stendal zu erwähnen. Wenn man sich anschaut, wie die CDU an den starren und zu hoch angesetzten Mindestschülerzahlen gerade für Grundschulen festhält, dann kann man nur den Schluss ziehen, hier wird die nächste Schulschließungswelle geplant. Mittlerweile hat deshalb auch die Elterninitiative in Siersleben ihre Hoffnung auf das staatliche Schulsystem aufgegeben und plant die Gründung einer Privatschule. Wir wünschen den Eltern dabei gutes Gelingen. Für das CDU-geführte Bildungsministerium aber ist es ein Armutszeugnis, wenn Eltern vom Gebaren der staatlichen Schulverwaltung dermaßen frustriert sind, dass sie die Flucht ins Privatschulwesen antreten. Das kann es jedenfalls nach den Vorstellungen der AfD nicht sein. Der Staat ist in der Pflicht, ein flächendeckendes Netz an Schulen zu gewährleisten. Nicht viel besser als das Agieren der CDU im Fall Siersleben ist übrigens die Heuchelei der Grünen in Gestalt von dem Kollegen Aldag. Kollege Aldag ist, als es zu Beginn des Schuljahres in Siersleben brenzlig wurde, kurzzeitig auf den Zug aufgesprungen, hat eine bürgerfreundliche Pose eingenommen und so getan, als würde er die Elterninitiative unterstützen. Konkretes ist dabei nicht herausgekommen. Sie haben, wenn ich mich recht entsinne, ergebnisoffene Gespräche gefordert. Also im Klartext ein wenig Gesprächstherapie, ein wenig so tun, als würde man die Bürger ernst nehmen, damit sie Ruhe geben und am Ende die Schule doch nur geschlossen werden kann und sogar ohne störende Proteste geschlossen werden kann. Aber gut, dass die Bürger sich von so etwas nicht mehr oder immer weniger einlullen lassen. Die Linke wiederum fordert zwar den Erhalt der Schule, hat aber gerade bei der heutigen Plenumssitzung einen nicht einmal mehr halbherzigen Änderungsantrag zur Verordnung zur Schulentwicklungsplanung vorgelegt, der nichts Wesentliches an den viel zu hohen Mindestschülerzahlen ändert. Wir haben eben vorhin dazu gesprochen. Wie dem auch sei,
Die Frage, um die es jetzt geht, ist, wer ist für den Erhalt der Grundschule in Ziersleben, wer will die Schule ausbluten lassen und letztlich schließen? Die Genehmigung der ersten Klasse wäre ein wichtiges Signal für den Schulerhalt. Wer also unserem Antrag zustimmt, der stimmt für den Erhalt der Grundschule, der stimmt dafür, das Anliegen der Bürger ernst zu nehmen, der stimmt für die Stärkung des ländlichen Raumes, der stimmt auch für eine bürgerfreundliche Verwaltung und für eine Auslegung unserer Gesetze im Sinne der Bürger. Wer aber gegen unseren Antrag stimmt, der stimmt für Schulschließungen, der stimmt für die Schwächung des ländlichen Raumes, der stimmt für Abwanderung, der stimmt für Bürokraten-Korinthenkackerei und dafür, unsere Gesetze gegen die Interessen der Bürger auszulegen und anzuwenden. Werte Kollegen, Sie haben die Wahl. Ich bin sehr gespannt, wie die einzelnen Fraktionen abstimmen werden.